wollte schon immer mal wissen, wie so ein Wasserfall von innen aus. Ne, ist klar. Zack. 1:10, okay. Violent Crash! Okay. Akku. Wir brauchen übrigens hier unbedingt mindestens einen Akku. Denn es gibt hier eine Stelle, an der kommt man ohne Akku einfach nicht vorbei. Und wenn ich jetzt keinen Mist mehr baue, sollten wir wirklich problemlos durchkommen. Das Prinzip ist übrigens dasselbe wie auch bei der vorigen Zeit-Challenge. Man darf keine Checkpoints mitnehmen und man sollte so schnell wie möglich bis zum Bockum durchkommen. Also bis zum Ziel. Aua. Okay. Denn dann bekommt man dort den nächsten Edelstein. Vielleicht hat man das auch schon gesehen, denn hier gibt es wieder einen farbigen Edelstein. Ein Edelstein, der übrigens verändert wurde. Im Gegensatz zum ersten Teil. Im ersten Teil war er nämlich eher orangen, sag ich mal so. Und hier ist er eher gelb. Nämlich der, ja, jetzige gelbe Edelstein. Vorher war es der orangen, wie gesagt. Und der gelbe aus The Lab, der wurde nämlich abgeschafft. Also vorher waren das mal 6 farbige Edelsteine, jetzt sind es nur noch 5. So. Und mit diesen Worten genießen wir jetzt dieses Level Plant Food. Pflanzenfutter. Auch wenn die Pflanzen nicht zu fressen kriegen, die verhungern. Genauso wie dieser Piranha hier. So. Wie gesagt, die Pflanzen kriegen hier nichts zu fressen, die verhungern. So. Okay, dann gleiten wir wieder an das Wasser an. Ich wollte mich nicht vom Stuhl da mitnehmen lassen. Samba. Was hat der für eine Saugkraft? Bestellen Sie jetzt Strudel, damit auch Ihr Teppich wieder sauber wird. Ja, entschuldigt, das musste kurz mal sein. Okay. 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 Sehr gut. Wunderbar. Und ja, diese Bonusrunde ähnelt dezent der Bonusrunde von Aircrash. Zumindest wenn man das von der Kistengeschichte her betrachtet. So, das ist übrigens das letzte Wasserlevel, das es gibt hier bei Crash. Ich glaube auch insgesamt bei Crash, in der Crash-Reihe, also in der Crash-Trilogie. Nämlich von Naughty Dog natürlich. Und denn es gab danach zwar andere Wasserlevel, aber die waren komplett anders. Also nicht so wie diese hier jetzt. So, nehmen wir die Kisten nochmal mit und ab aufs nächste Boot. Ach ja, ich erinnere mich gerade. Damals im Original-Let's Play habe ich nämlich einen schönen stumpfen Fehler gebracht. Das war nämlich der, dass ich einfach mal ganz stumpf übers Boot hinausgesprungen bin. Aus welchen Gründen auch immer. Ich frage mich noch heute, wie ich das gemacht habe. Aber okay. Ich habe es einfach mal hingekriegt. Wie gesagt, ich habe bis heute keine Ahnung wie. Aber ja. Ich habe das übrigens jetzt gemacht, weil jetzt hat man ja die Ruhe dafür. In der Zeit-Challenge hat man nämlich nicht die Ruhe dafür. Deswegen habe ich das in der Zeit-Challenge auch nicht gemacht. Beziehungsweise ich hätte es theoretisch wahrscheinlich auch machen können, aber... So. Okay, die Kiste haben wir auch. Und dann können wir jetzt zum Ziel gehen, wo der Problemlöser schon auf uns wartet. Sehr gut. Und der nächste Edelstein für uns. Wunderbar. Bisher läuft es richtig gut, muss ich sagen. Also bis auf die paar wenigen Tode, Schlüssigkeitstode, sag ich mal so, läuft das echt gut. Ja. Also Alex, ich entschuldige mich schon mal im Voraus. Entschuldige mich im Voraus! Das war gerade Dummsau, der bei mir durchkam. Frontschweine, Let's Play übrigens. Jetzt gehen wir ins Level Sewer for or Later. Denn es könnte passieren, höchstwahrscheinlich, lieber Alex, dass wir deine Lieblingslevel wieder mal vorher schaffen. Bevor du zu Gast bist. Es könnte sogar sein, dass wir das Projekt fertig kriegen, bevor du zu Gast bist. Das, ja... Ohne Worte. Ich mache schon wieder einen Speedrun daraus, obwohl ich eigentlich gar keinen Speedrun daraus machen wollte. Aber ist okay. Okay, das war der Staubsauger, das war der Staubsauger. Und rüber. Und rüber! Checkpoint und rein in die gelbe Edelstein-Zettel-Challenge. Die übrigens eine Besonderheit aufweist, denn es gibt hier keine einzige Holzkiste, die man mitnehmen muss. Das heißt, ja, man braucht sie eigentlich nur für den Edelstein, den es hier gibt. Und danach braucht man sie eigentlich gar nicht.
Denn es gibt nämlich auch einige Bonusrunden, beziehungsweise einige Challenges, wo man tatsächlich... Ja, da seht ihr schon, es gibt nicht mal Nitro-Kisten hier, also hier gibt es gar nichts. Es ist einfach tote Hose, also es gibt nur ein paar Gegner und die ganze Zeit diese elektrifizierten Wasserstellen und das war's dann. Mehr ist es eigentlich nicht. Und deswegen lohnt es sich eigentlich auch nicht, diesen Pfad durchzugehen, denn dann kommen wir nämlich an einer vollkommen anderen Stelle raus und wir hätten etliche Kisten dadurch verpasst. Unter anderem, glaube ich, auch eine Bonusrunde. Jo, da ist sie. Da ist sie, die Bonusrunde. Dann nehmen wir sie gleich mal mit. Die Bonusrunde. Sehr gut. Ja, wie gesagt, ihr könnt mir das mal in die Kommentare schreiben, wie was ihr von der Endcard-Geschichte haltet. Ob ich die Musik... Ob ihr euch wünscht, allmählich, dass ich die Musik mal ändere. Oder eher nicht. Ob es euch nicht stört. Weil ich finde, so langsam... Ich habe die Endcard ja schon ein bisschen länger jetzt. Und da kam mir gestern mal die Idee auf, ich sollte mal langsam anfangen, diese mal zu verändern. Zumindest die Musik. Bei der Endcard selber hat sich ja eigentlich gar nichts groß verändert. Also ich habe immer noch Twitter, ich habe auch immer noch Google Plus. Nach wie vor. Also Facebook werde ich mir höchstwahrscheinlich nicht zulegen für meinen Kanal. Ich hab zwar einen privaten Account, aber den nutze ich auch kaum. Also von daher... ja. Wozu braucht man das eigentlich, sag ich mal so, ne? Ist das Social Media oder kann das weg, ne? So. Okay. Dann kicken wir nochmal den letzten Staubsauger hier gegen. Anders würden wir da übrigens nicht durchkommen. Also wir könnten es zwar versuchen, aber wir würden nur Masken verlieren, beziehungsweise auch unsere Leben. Wegkicken. Den kicken wir auch gleich mal weg. Und Problemlöser und Ausrufezeichen ausgelöst. Obwohl ja der Problemlöser eigentlich nichts anderes ist. Nur eben halt in einer anderen Farbe und eine andere Funktion. Okay. Und die nächste Akku-Geist. Jawohl. Die sind schon wieder gespawnt. Wir haben die beide weggekickt. Wie geht das? Das geht doch nicht. Gut. Also ich werde das jetzt künftig so machen, denke ich mal, dass ich das Intro, das mir der Ricardo netterweise zusammengestellt hat, also sowohl bei PlayStation 1 und PlayStation 2 Spielen benutzen werde. Also bei PC-Spielen natürlich gar nicht, ist ja klar. Aber da ich ja für die PlayStation 1 Spiele genauso das PlayStation 2 Intro habe wie für die 2er, dachte ich mir, ich kann nun das Intro so auch bei PlayStation 1 Spiel mit reinschneiden. Vielen Dank übrigens nochmal dafür, Rick, dass du das gemacht hast. Also mir gefällt es sehr und es kommt eine Sequenz. Crash, Gott sei Dank. Ich habe mich in Cortex Computer eingeloggt und detaillierte Pläne für einen noch besseren Cortex Vortex und eine seltsame Raumstation gefunden. Ich bin mir nicht sicher, aber Cortex versucht... Ja, was versucht er denn? Er versucht wahrscheinlich wieder die Weltherrschaft an sich zu reißen. Wie schon beim ersten Teil. Gut, wir gehen jetzt ins nächste Level, beziehungsweise wir sind schon auf dem Weg dorthin. Das zweite Bärenlevel von Polar. Ich weiß jetzt nicht, wie das Level heißt. Keine Ahnung. Ich bin einfach so reingesprungen. Ja, genau so. Guck mal kurz. Bier down. Okay. Das Bier ist down. 85 Wumperfrüchte. Sehr gut. Ja. Ich bin ein bisschen leicht, glaube ich. Sollte mich mal wieder ein bisschen mehr aufs Spiel konzentrieren. Finde ich übrigens auch sehr interessant, dass die Animation schon anfängt, wenn da noch eine Luft ist. Das ist übrigens gerade nicht gesprungen, diese Kiste. Also das ist wirklich sehr interessant manchmal. So, diese Rockers hier. Und dann gucken wir hier mal, wie wir weiter voranschreiten. Auch hier gibt es übrigens wieder einen Geheimgang. Ein ziemlich wichtiger sogar. Also den könnte der Rick zum Beispiel nicht einfach so umgehen. Den muss er mitnehmen. Den müssen auch wir mitnehmen. So. Und diese netten Herrschaften hier, die anscheinend ihre Ausbildung zum Sargträger absolvieren. Wie das der Rick mal so schön beschrieben hat. Ja, der Rick, der ist sehr... Scheiße. Nein, scheiße. Nein, scheiße ist er nicht, um Gottes Willen. Der sehr einfallsreich ist. War ein bisschen unglücklich jetzt, die Kombination. Tut mir leid, Rick. Ja, tut mir leid, aber du bist scheiße, ne? Nein, Spaß. Er ist nicht scheiße, er ist klasse. Der müde Berliner, beziehungsweise für mich der wache Berliner. Ich freue mich sehr, dass ich ihn kenne. Inzwischen ist er für mich zu einem geschätzten Kumpel geworden, sag ich jetzt mal so.
Also ich schreibe gerne mit ihm, auch in seinen Livestream. Ja, der streamt auch hin und wieder. Und ist einfach ein angenehmer Zeitgenosse. Es lohnt sich auf jeden Fall, also schaut bei ihm vorbei, falls ihr ihn nicht schon kennen solltet oder sogar von ihm kommt. Es kann ja auch sein, dass ich Zuschauer von ihm bekomme. Davon gibt es nämlich ein paar tatsächlich, die durch den Rick zu mir gefunden haben. Aber es geht natürlich auch umgekehrt. Zuschauer, die von mir zu ihm finden. So, dann nehmen wir die Kisten jetzt auch. Und dann nehmen wir die nochmal mit und die nochmal mit. Okay, also das Level nehmen wir noch mit und das nächste dann auch noch. Nämlich das Geheimlevel. Und dann wird die erste Hälfte der ersten Session tatsächlich auch schon enden. Denn dann ist die Stunde erreicht. Beziehungsweise laut meiner Aufnahme ein bisschen mehr. Aber das liegt ja auch daran, weil der erste Part bei mir eine halbe Stunde lang sein soll. So, den Edelstein haben wir auch. Und dann werden wir jetzt nochmal rausgehen, denn ihr habt sicherlich gerade eben die Schollen da gesehen. Die brauchen wir nämlich, um zum Geheimlevel zu kommen. Nämlich genau da. Genau. Und somit werden wir dezent wieder zum geheimen Warp Room teleportiert und sie da. Aircrash! Finde ich übrigens auch sehr schön, dass man hier trotzdem den Edelstein, den Kristall berücksichtigt hat und dass sie sich dann wie auf magische Art und Weise einfach zum regulären Warp Room hin fliegen, sage ich jetzt mal so. So, gut. Dann werden wir erstmal die Leben mitnehmen. Ne, man soll ja das Angebot durchaus zu schätzen wissen. Ne, ist ja klar. Und gleich direkt aufs Punkt landen. Finde ich gut. Falls ihr wissen wollt, welches Crash-Spiel mein Lieblings-Crash-Spiel ist, ich hatte das mal in meinem 50-Abo-Special gesagt, aber ich wiederhole das gerne nochmal. Mein Lieblings-Crash-Teil ist nach wie vor tatsächlich der dritte. Also Crash Bandicoot Warped. Weil, ja, ich mag das schon ganz gerne, wenn ein gewisser Schwierigkeitsgrad drin ist. Und ich finde, da ist Crash 3 wirklich am besten gelungen. Bei Crash 1 war das ja nun wirklich ein fieser Schwierigkeitsgrad, alleine schon aus dem Grund, weil die Checkpoints einen dahin hindern, an den Edelstein ranzukommen und nicht in der Lage sind, die Kisten zu speichern. Aber gut, das Thema hatten wir schon. So, ich bin auch schon am überlegen, wann ich denn irgendwann mal mein FAQ-Let's Play mache. Und denn ich hatte ja mal vor langer Zeit gesagt, ich will tatsächlich irgendwann ein FAQ-Let's Play machen. Also ein Let's Play, wo ihr mir Fragen stellen könnt, die ich sie euch dann in diesem jeweiligen Let's Play dann beantworte. Irgendwann will ich das nochmal machen, aber noch nicht jetzt. Okay, jetzt nehmen wir auch die Bonusrunde mal mit. Die haben wir ja noch gar nicht gesehen, tatsächlich. Die hatte ich ja beim letzten Mal übersprungen. Okay. Okay. Und der Megasprung. Yay. Wunderbar. Damit haben wir auch das schon geschafft. Und wir haben 68 Leben. Lecco mio. So. Einmal die Pflanze wegkicken. Eine sehr beliebte Kiste hier. Oh. Okay. Trampolinkiste. Pflanze wegkicken. Trampolinkiste. Das hier ist übrigens auch das Level, wo der Alex zum Dave gesagt hatte, du hast die Gesetze gemacht. Das war in Daves Let's Play, nämlich wegen dieser Plattform. Da hat er nämlich den Glitch genutzt, dass man sich auf dem Boot ohne Mineneinfluss, also normalerweise wird man durch die Minen ja in die Luft geschleudert, so kann er sich dann auf die Plattform schwingen. Das hat er auf seinem Emulator ohne weiteres so geschafft. Der hat sich einfach hochgeglitscht. Und da hat der Alex zu ihm, da war der Alex dann zu Gast, da hat der dann gesagt, du hast die Gesetze gebrochen, hey, ich rede mit dir. Das war so einmalig, diese Stelle, also das war echt geil. Und wir haben alle Kisten, sehr geil. Ja, wir haben es geschafft, somit dürfte auch der zweite Warp Room jetzt komplett sein. Sehr, sehr geil. Und dann können wir dann in der zweiten Hälfte dann weiter voranschreiten, indem wir dann den dritten Warp Room abschließen, vielleicht auch schon den vierten. Und wer weiß, vielleicht beenden dieses Let's Play dann auch schon wieder, beziehungsweise dieses Replay. Es ist Wahnsinn, echt. Aber jetzt werden wir erst einmal abspeichern, denn das war's jetzt mit der ersten Hälfte der ersten Session.
speichern, denn wir haben noch gar nicht gespeichert und ihr seht schon, meine alten Let's Plays und sogar meine Testphase, die ich bevor ich überhaupt damit angefangen habe zu Let's Playen, auch die ist noch drauf. Und ich nenne mich nicht Viper-Fan, sondern ich nenne mich einfach nur Lars. Ja, so könnt ihr die Veränderung feststellen. Von Tess zu Viper-Fan zu Lars. So nimmt das eine Wendung. Ja, liebe Leute, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch bis hierhin gefallen. Und ja, gleich kommt die noch unveränderte Endcard. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es dann wieder heißt Let's Replay Crash Bandicoot 2 Cortex Strikes Back. Doch bis dato sage ich nun, euer Viper-Fan sagt ciao, auf bald, bis bald und tschüss.